Der akute Bandscheibenvorfall, ein dramatisches Ereignis für den Patienten und auch für den Arzt, herausfordernd, wenn es darum geht, operieren, ja oder nein. Bei uns im Studio herzlich willkommen, Leslie Krumwiede. Danke, sind Sie hier. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja, sehr gerne. Erzählen Sie mal zuerst ein kleines Wort zu sich selbst. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ja, ich lebe seit knapp 10 Jahren in der Schweiz, habe gehe einer Bürotätigkeit in einem Kunstbetrieb nach, bin sportlich, ich würde sagen moderat sportlich, gehe relativ regelmäßig joggen unter normalen Bedingungen, mache Yoga und Pilates. Und dann kam es wie vom Blitz getroffen. Ja, quasi. Ich hatte das Gefühl, eine leichte Blockade im unteren Rücken zu haben. Nichts Dramatisches, habe das so ein bisschen gedehnt. Und dann wurde das über Nacht und am nächsten Tag sukzessive schlimmer, bis unerträglich in der Nacht da drauf. Und dann bin ich am übernächsten Morgen zu sehr früher Stunde in Notfall gegangen, weil ich schier durchgedreht bin vor Schmerzen. Und auf der 10er-Skala waren Sie dann Richtung 10? Definitiv. Definitiv, ja. Es gibt dann Patienten, die sagen, auf der 10er-Skala bin ich 12, 13, 14, 15. Also ich war gefühlt auch drüber, auf jeden Fall. Ja. Und im Notfall hatte man dann kein Emery zur Verfügung. Ganz genau. Genau, das kam dann später und dann hat man gesehen, großer Bandscheibenvorfall. Genau, ich konnte ja zum Glück am selben Tag noch zu Ihnen kommen. Sie haben mich dann verwiesen zum MRI und Neurochirurgen. Und es war ja auch Ihr erster Eindruck, dass es vermutlich ohne eine OP nicht gehen würde. Und Sie haben ja dann noch in Ihrer Verwandtschaft, Bekanntschaft einen Orthopäden, haben den konsultiert, der hat sich die MRI-Bilder angeschaut und hat gesagt... Hat das auch bestätigt, dass es vermutlich ohne OP nicht gehen würde und dass die Zeit eigentlich drängen würde. Also möglichst schnell. Ja. Und das Bild, das war eindrücklich, man sieht einen großen Bandscheibenvorfall. Das würde ich jetzt gerne, dass wir uns das mal zusammen anschauen. Also wir sehen hier im Modell... sehen wir glasig die Wirbelkörper, das ist die Bandscheibe dazwischen. Und gelb hier, das sind die Nerven und hier auf den Betrachter zulaufend die Nervenwurzel. Und hier sehen wir rot, eben diesen feinen Riss in der Bandscheibe. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ich lasse mal den Film laufen. Ja, jetzt bringen wir ein bisschen Dynamik rein, oder? Das ist dann der Bandscheibenvorfall, Und da kann man eben genau sehen, oder dass wie der Bandscheibenvorfall dann eben hier auf die Nervenwurzel drückt. Und wenn der groß genug ist, dann ist es naheliegend, dass man sagt, okay, operativ wird das dekomprimiert. Jetzt die Kriterien, das möchte ich kurz erklären. Die Kriterien sind zweierlei. Das eine ist nicht beherrschbare Schmerzen mit Therapie und Medikamenten, je nachdem noch Infiltrationen. Und das zweite ist eben die Neurologie, wenn Lähmungen auftauchen. Oder das sind Indikationen, dann muss operiert werden. Und bei Ihnen war es ja so, Sie hatten Gefühlsstörung. Und dann, wenn man vom Zehenstand auf einem Bein stehen, das war für Sie schwierig. Also wir hatten eine leichte Lähmung der Wadenmuskulatur. Oder? Und das ist genauso die kritische Grenze, oder? Weil man braucht die Muskeln und der operative Erfolg, der ist so gut wie sicher. Und wie war jetzt dieser Moment für Sie in der Entscheidungsfindung? Ja, da waren wir wirklich so auf der Kippe, operieren ja oder nein, vieles spricht dafür, einiges, es war auch vertretbar noch zu warten. Wie war das für Sie? Ich hatte da schon Zweifel erstmal, weil ich wirklich auch diese Panik hatte, vor allem durch diese Lähmungserscheinungen, die einem wirklich Angst machen, wenn man sowas noch nicht erlebt hat. Andererseits bin ich jetzt auch niemand, der sich auf eine Operation freuen würde. Und insofern, meine Tendenz war schon, wenn es irgendwie geht, und da bin ich ja auch von Ihnen bestätigt worden und auch von dem bedächtigen Neurochirurgen, dass man durchaus warten könnte und das anders probieren könnte. Und ich glaube, dieses Langsame und Behutsame ist was auch meinem Naturell durchaus entspricht. Und deswegen war das eigentlich klar, wenn der Weg gangbar ist, dann würde ich den auf jeden Fall einschlagen wollen. Ja, Sie waren ja dann noch bei einem Neurochirurgen, oder? Und der hat dann eben auch gesagt, also es ist so, dass wir warten können. Ja. Und das war auch für mich, oder, in diesen Grenzfällen eben sehr, sehr wertvoll, einen Neurochirurgen haben, der auch den Mut hat, oder, zu warten und sagen, wenn ihr das so probieren wollt, wenn es so bleibt, oder, dann stehen die Chancen gut. Jetzt möchte ich nochmal, dass wir uns das nochmal anschauen, dass die Fortsetzung, nämlich ich möchte hier zeigen,
dass für die Therapie, wir wechseln jetzt zur Therapie, das Wichtigste ist, dass vorne kein Druck mehr kommt. Ja, weil ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass Material nachgeschoben wird. Wir schauen uns das nochmal an. Also immer wenn vorne auf die Wirbelsäule, vorne auf die Bandscheibe Druck drauf kommt, ja, dann schiebt das Material nach hinten nach. Das war praktisch der erste Schritt, ja, den Sie in der Therapie gelernt haben, so wie Sie sich im Alltag verhalten. Mhm. Wenn Sie das bitte mal kurz erzählen, ja, wie ist das im Alltag? Was haben Sie da gelernt? Es war ja am Anfang, da ich wirklich extrem immobil war durch wahnsinnige Schmerzen, ich würde sagen den ersten Monat, war die Therapie ja auch erstmal sehr passiv. Also ich wurde mehr bewegt, als dass ich mich bewegt habe, habe aber gemerkt, dass das den Nerv tatsächlich gut dekomprimiert hat. Und ich glaube, das ist das, was mich in der Therapie auch so beeindruckt hat, dass es jedes Mal so ein neues Austarieren war. Was ist möglich? Kann man einen Schritt weitergehen? Welchen Schritt geht man weiter? Und dass es ein ganz organischer Prozess ist. Jetzt schauen wir uns noch einen zweiten Inhalt an, nämlich das, was der Chirurg macht, dass man lokal den Druck wegnimmt. Da haben wir eben auch mit der funktionellen Therapie Möglichkeiten. Mhm. Bei Ihnen war der Bandscheibenvorfall relativ auf der Seite. Und wir schauen uns jetzt das nochmal in einem Film an. Man sieht hier, ja, zwischen vierten, fünften Lendenwirbel, ja, dieses Loch. Da kommt der Nerv raus, gelb. Und ich starte jetzt den Film. Dann sieht man, ja, dass durch eine Rotation dieses Loch größer wird, beziehungsweise, dass es kleiner wird. Noch einmal, wir gehen näher ran. So wird das Loch größer und so wird es kleiner. Und natürlich, oder, die Therapie besteht darin, ja, dass wir dieses Loch hier größer machen. Wenn die Sophie, unsere, also die sie behandelnde Physiotherapeutin, das macht, also es ist eine kleine Bewegung, ja, die eben durch die Rotation dieses Loch für den Nervenaustritt größer macht. Also das so als ein Beispiel, ja, für wie wir das dann im Alltag umsetzen. Jetzt Frau Krumwiede, wie lange hat die ganze Geschichte gedauert? Bis Sie wussten, jetzt ist es gut, jetzt bin ich über den Berg. Ich glaube, bis ich tatsächlich das Gefühl hatte, jetzt bin ich über den Berg, waren das gut zwei Monate. Tick drüber. Ja. Also es war ein längerer Prozess, ja, als ich gedacht hätte. Es geht nicht von heute auf morgen, gell? Ja. Definitiv nicht, aber ich bin wirklich froh, dass ich diese Geduld hatte und bin, muss auch sagen, ich bin eigentlich voller Ehrfurcht vor den Selbstheilungskräften meines Körpers, weil man auch so, ich hatte da auch so gemerkt, ich hatte zum Beispiel zwischendurch immer so regelrechte Schlafschübe und danach war es immer ein bisschen besser. Also man sieht schon, der Körper holt sich einfach das, was er braucht. Der Schlaf ist ja der Hauptregenerator. Ja, ja. Und wie geht's Ihnen heute? Sehr viel besser. Ich habe ja, der Weg ist ja noch nicht komplett abgeschlossen. Ich merke so beim längeren Sitzen, dass der Fuß mal wieder taub wird, dass ich den Nerv noch spüre. Aber ich bin sehr viel besser mit allen Bewegungen. Und es ist auch tatsächlich ein richtiges Glücksgefühl zu merken, wie das zurückkommt. Ein bisschen wie Vokabeln, die man mal gelernt hat, vergessen hat und die man dann wieder entdeckt. Und ja, das macht mich wirklich sehr dankbar. Ja, das ist die natürliche Entwicklung. Manchmal geht es Wochen, manchmal Monate. Ja, es klappt nicht immer, muss man auch sagen. Entscheidend sind die zwei Kriterien, die Neurologie, ja, und der Schmerz. Der Schmerz hat sukzessive abgenommen. Diese Maßnahmen haben dazu beigetragen. Ja, kein Druck vorne auf die Bandscheibe. Das Loch, wo der Nerv, Austrittsloch, ja, das möglichst weit stellen. Ja. Jetzt habe ich noch einen Punkt, ja, zur Operation. Ja, man denkt ja dann da, wenn ich operiere, oder dann ist nachher alles gut. Das ist ja aber nicht immer so, oder? Es kann auch, man weiß in so und so viel Prozenten, die Zahlen schwanken da von 5% bis 20%, 25%, muss man nachher nochmal operieren, weil es Narben gibt, weil es Material nachschiebt. Wir wissen jetzt, wie man das auf jeden Fall verhindert, oder? Weil ein Rezidiv kommt, oder? Und das Zweite ist bei der Operation, dass die Beinschmerzen weggehen, aber die Rückenschmerzen nicht automatisch. Im Gegenteil, die Rückenschmerzen können zunehmen, weil ja eben dort dann durch die Operation eine Verletzung gesetzt wurde. Ja?
Und der natürliche Weg, wie Sie ihn beschreiben, das ist halt schon für mich ein Königsweg. Ja, die Natur, die Evolution hatte ja Millionen Zeit, solche Selbstheilungsprozesse ja in Gang zu setzen, ganz genau zu schauen, ja, wie kann ich das wieder reparieren mit einer unglaublichen Präzision und Feinheit. Und es war mir eine große Freude, dass wir diesen Weg ja als Arzt, Patientin, dass wir den zusammen gegangen sind. Ja, das ging mir ganz genauso. Und ich fand es einfach auch sehr schön zu sehen, dass sich wirklich Stillstand und Bewegung ja irgendwie bedingen und dass man eben den Stillstand braucht, um wieder in die Bewegung zu kommen. Mhm. Und da war ich einfach mit der Spiraldynamik wirklich medizinisch, therapeutisch und menschlich total gut aufgehoben, bin das immer noch. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Dann sage ich danke für das Interesse. Der akute Bandscheibenvorfall. Es gibt für funktionelle Therapiemöglichkeiten, die meiner Meinung nach heute zu wenig genutzt werden und die wir immer, bevor eben operiert wird, ja, die wir nutzen können.